Auf der Überseite das Feld, 15-7 die zweite Zwischenzeit. Auf der Überseite Iron Fox, Iris Dilitong und Emin Smiling, die Spitzengruppe unverändert. Kantadou dahinter innen, viertes Pferd mit außen daneben Yannick Cabot und dann Graf Bismarck. Iron Fox machte da einen Fehler an der Spitze, kam hier aus dem Tritt und ist somit raus. Iris Dilitong jetzt vorn, eingangs des letzten Bogens. Dahinter der galoppierende Iron Fox. Dadurch hat Emin Smiling im Moment ein bisschen Probleme, da rauszukommen aus der Falle. Außen Yannick Cabot mit Graf Bismarck. Dann Kantadou und die unglückliche Emin Smiling an der Innenseite nach wie vor. Iris Dilitong macht sich weiter frei in dieser Phase des Rennens, nutzt das natürlich jetzt aus und kommt mit klarer Führung auf die Zielgerade. Iris Dilitong führt, Yannick Cabot in der Mitte, außen Graf Bismarck. Iris Dilitong vorn, wird aber kürzer. Die Speedwerte kommen jetzt. Graf Bismarck und Yannick Cabot rücken näher heran. Iris Dilitong, Graf Bismarck, Iris Dilitong aber im Vorteil. Das wird reichen. Iris Dilitong gewinnt. Dahinter auf dem zweiten Platz wahrscheinlich Yannick Cabot, knapp vor Graf Bismarck. Dann Emin Smiling, Kantadou und Peppa Keil. 16-2, die letzte Zwischenzeit. Ergebnis fürs 10. Rennen. Sieger ist die 7, Iris Dilitong mit Christoph Pellander. Zweiter wurde die 5, Yannick Cabot mit Tom Carton. Und Dritter die 6, Graf Bismarck mit Toni Böker. 7, 5, 6. Vierter die 1, Emin Smiling. Und Fünfter die 4, Kantadou. Das Ganze noch vorläufig. Die Platzierung 7, 5, 6, 1, 4. Die letzten Sieger des heutigen Renntags fahren vor. Iris Dilitong und Christoph Pellander siegen also zum Abschluss in unserem Preis von Cluny. Besitzer ist die Stalles Payday und der 5-jährige Panache Dilitong-Sohn wurde gezogen in seiner niederländischen Heimat. Ja, herzlichen Glückwunsch, Christoph. Ich will es jetzt auch für das Pferd nicht ganz so lange machen. War ein toller Sieg. Komm gut in den Stall, komm gut nach Hause und herzlichen Glückwunsch noch. Ich danke dir, lieber Marco, tolles Pferd. Und ich glaube, wir gehen mal schnell in den Stall zurück. Ich bin bis zur Unterhose nass. Ja, das glaube ich. Und dem Pferd, für das Pferd ist es ja auch nicht besonders gesund, wenn man nur mal schaut, wie warm der Pferd gerade ist. So ist es, danke dir. Komm gut in den Stall, danke schön. Wolltest du den Blümchen wirklich nicht mitnehmen, Christoph? Ja, okay, danke. Die letzten Sieger für heute, Iris Dilitong und Christoph Pellander. Meter jetzt noch bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs im strömenden Regen von Preis, im Preis von Cluny. Da geht Iron Fox das Rennen schnell an, hat jetzt erstmal die Spitze. Zweite Position dann innen für Emin Smiling. Huel mit einem Fehler kurz nach dem Start. Iron Fox vorn. Dahinter innen Emin Smiling, außen daneben Kantadou. Ganz an der Außenseite kommt Iris Dilitong. Graf Bismarck wird zurückgenommen bis an die vorletzte Stelle. Yannick Cabot und dann Graf Bismarck und dahinter dann noch Peppa Keil. Ausgangs des Bogens jetzt am 500 Meter Pfosten hat Iron Fox weiterhin das Kommando. Erste Zwischenzeit dazu wird gleich auch erscheinen, 1:18:0. Iron Fox vorn, Iris Dilitong an der Außenseite kommt näher, übernimmt die zweite Stelle. Gemeinsam mit Emin Smiling, die ist innen unterwegs. Kantadou vierter, dann Yannick Cabot rückt außen auf in die fünfte Position vor Graf Bismarck. Dann bereits eine riesige Lücke zu Peppa Keil, der hier das Schlusslicht ist. Eine Runde noch zurückzulegen und
Iron Fox weiterhin vorn. Im Hesslerbogen führt hier gute zwei Längen vor Emin Smiling und der außen marschierenden Iris Deluton. Dahinter dann Yannicka Bo mit Cantadou innen und Graf Bismarck. Auf der Überseite das Feld, 15-7 die zweite Zwischenzeit. Auf der Überseite Iron Fox, Iris Deluton und Emin Smiling. Die Spitzengruppe unverändert. Cantadou dahinter innen viertes Pferd mit außen daneben Yannicka Bo und dann Graf Bismarck. Iron Fox machte da einen Fehler an der Spitze, kam hier aus dem Tritt und ist somit raus. Iris Deluton jetzt vorn, eingangs des letzten Bogens. Dahinter der galoppierende Iron Fox. Dadurch hat Emin Smiling im Moment ein bisschen Probleme, da rauszukommen aus der Falle. Außen Yannicka Bo mit Graf Bismarck. Dann Cantadou und die unglückliche Emin Smiling an der Innenseite nach wie vor. Iris Deluton macht sich weiter frei in dieser Phase des Rennens, nutzt das natürlich jetzt aus und kommt mit klarer Führung auf die Zielgerade. Iris Deluton führt, Yannicka Bo in der Mitte, außen Graf Bismarck. Iris Deluton vorn, wird aber kürzer. Die Speedwerte kommen jetzt. Graf Bismarck und Yannicka Bo rücken näher heran. Iris Deluton, Graf Bismarck. Iris Deluton aber im Vorteil, das wird reichen. Iris Deluton gewinnt. Dahinter auf dem zweiten Platz wahrscheinlich Yannicka Bo, knapp vor Graf Bismarck. Dann Emin Smiling, Cantadou und Pepper Kyle. 16-2 die letzte Zwischenzeit.